Ja, ich denke, ich werde ein paar Hitzezauber herstellen. Für Squallfeuerer, für Rinoa-Feuerer, für Xell-Feuerer, das ist ganz gut. Was ist hier? Da gibt es nochmal Feuerer. Für Rinoa eventuell noch voll. Ja. So, jetzt koppeln wir mal. Hat Zell das auch, eine Elementkopplung? Ja, sicher hat er das. So, du kriegst Feuer. So. Du nimmst... Ach nee, du hast Feuer schon, ja. Sehr schön! So, ich denke, so kann es vonstatten gehen. Die Gegner sind sowieso nicht allzu stark, also ich sollte keine Probleme haben hier. Na, diese Musik ist epic. Einfach nur epic. Geh da runter jetzt. Runter da! Mann! Na, 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 na. Und wieder streckt mir Xell sein Hintern ins Gesicht. Das will ich gar nicht sehen! Komm, tausch mal einen Platz mit Rinoa. Hier gibt es sowieso nichts Besonderes auf diesem komischen... in dieser komischen Ebene. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, dieses Rädchen hier drehen oder irgendwas war da doch. Hä? Kann ich es nicht anquatschen? Doch. Okay. Was ist das? Hä? Hä? 10 Sekunden lang rapide auf Viereck drücken, um den Hahn zu öffnen. Ja, dann machen wir das doch. Wir hämmern rapide auf den Viereck-Knopf, aber irgendwie tut sich hier nichts. Das war noch nicht rapide genug, wie es aussieht. Nochmal? Ach nee, jetzt kommt er noch mit dazu. Ach, das kann man, glaube ich, gar nicht beim ersten Mal schaffen. Ich glaube, das muss man ein paar Mal machen. Ich glaube, erst wenn alle drei damit mitdrehen. Ich glaube, dann funktioniert das doch erst. Oh, ich drücke auf den Knopf. Ah doch, hat es geschafft, okay. Ja, alleine, Squall. Der hat nur Pudding in den Armen. Das kann ja nicht gut gehen. So, wir haben irgendwas gedreht. Moment, ich muss was trinken. So. Wir haben irgendwas bewegt. Kein Plan was. Ob wir uns jetzt irgendwie... Ah, wir haben einen Weg geöffnet. What the fuck? Da muss man ja fast schon Herkules sein, damit man das schafft. Nö, nö, nö. Ich setze mal ein Safe State. Ich habe keinen Bock, nämlich, dass das Spiel wieder abstürzt, so wie das letzte Mal. Das wäre ganz schön dumm. Ich habe nämlich keine Lust, alles nochmal zu machen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ne, 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 ne. Sieht aus wie so ein Raketenantrieb da, wo ich gerade raus. Boah, Lunge. So, wo sind wir denn hier gelandet? Kommen ja eigentlich auch Gegner? Ja, ich glaube, hier kommen Fledermäuse und ja, schwache Gegner eben. Das sieht aus wie irgendwie, keine Ahnung, ey. Das ist ganz komisch hier, diese Konstruktion. Ne, 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 ne. Oh, ein Drawpunkt. Ja, ich will den Drawpunkt haben. Was ist das? Erzengel. Das wird Squall übernehmen. 13 mal Erzengel. Perfekt. Ich liebe Erzengel. Sehr schöner Zauber, sehr nützlich. Kann man also sehr gut gebrauchen. So, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich weiß, dass man hier irgendwas, ja, betätigen muss. Okay. Eine Sackgasse? Nö, da ist eine Leiter. Siehst du das nicht? Schon wieder eine Leiter? Tja, Xell. Tu mal was für deine Figur. Wohin führt denn das? Aha. Aha. Okay, die Leiter führt zu diesem komischen Raum da oben. Ja. Interessant. Na, 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 na. Dort also. Squall, was nun? Muss ich das wieder entscheiden? Jemand soll sich mal umschauen. Ich schaue mich erst um. Erst einmal weitergehen. Ich schaue mich um. Ich werde erst mal vorgehen. Ihr beide wartet hier. Es ist doch eigentlich egal, wer vorgeht. Ob ich jetzt vorgehe oder die anderen. Das ist doch Schwanz, oder? Ja. Ich liebe Leiterklettern, deswegen gehe ich da auch vor. Weil ich den anderen beiden nicht vertraue. Ich vertraue euch überhaupt nicht. Eppa, Eppa, what the fuck? Oh nein, Squall ist zu fett. Oh no. Vielleicht wäre doch Rinoa gegangen. Wäre besser gewesen. What the nose. Ja, auch gut. So erspare ich mir die ganze Kletterei. So, nu. Ah, da öffnet sich also dieser der Boden.
Eine Art Schleuse also. Bam. Ja, aber sehr geile Konstruktion, muss ich sagen. Gefällt mir. Okay. Gab es hier nicht irgendwas? Nee. Schade. Der Gang ist eingestürzt. Achso, von da kommst du nicht mehr runter. Ja, da musst du wohl wieder runterklettern. Ja, du musst die Leiter nehmen. Hier gibt es nämlich nichts mehr. Ich denke, ich bin fertig hier. Bam, 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 bam. Eppa. Hey, Squall, alles okay? Ja. Hab ich mich erschrocken? Du hast dich doch auch ein wenig erschrocken. War ein wenig knapp. Ja, ja, das war knapp. Ja. Denke ich mal. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen diesen Garten vor den Raketen schützen. Reden können wir später. Genau, labert nicht so viel. Mich wundert es, dass ich noch keinen einzigen Kampf hinter mich bringen musste. Öffnet sich das von selber oder wie war das nochmal? Ah. Oh wow, Squall, du bist der richtige MacGyver. Den streck mir deinen Arsch nicht immer ins Gesicht. Also, Alter! Hast du irgendwelche... Ja, irgendwelche, Neigungen oder so? So. Zur Feier des Tages werde ich mal ein Zelt benutzen. Ja, warum eigentlich nicht? Das erste Mal, dass ich ein Zelt benutzt habe in Final Fantasy 8. Ansonsten benutzt man am laufenden Band irgendwelche Zelte und so. So, ich muss, glaube ich, diesen Hebel hier betätigen. Oder? Jo. Na gut, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich wieder zurücklaufen müssen. Nein. Und ich weiß, dass jetzt auch ein Boss kommt. Und ich weiß, dass dieser Boss sehr einfach ist. Und ich weiß, dass jetzt ein Kampf kommen muss. Ah! Ich wollte das eigentlich noch in diesem Video packen. Was für Gegner? Ach du Scheiße. Ja. Ja. Wir haben mit diesen Gegnern schon mal Erfahrungen gehabt. Gemacht. Diese hässlichen... Bäh. Schleimbolzen. Ich könnte euch jetzt einen Kottel beschwören, dann wäre das Ganze auf einen Schlag erledigt. Mache ich auch. Ja, dieser Blood Soul, der ist schon ganz schön nervig hier mit seinem Angriff. Was macht das jetzt? Oh, 287 Schaden. Bam. Ja. Du stehst in der hinteren Reihe, also mache ich dir auch nicht viel Schaden, das ist klar. Gegen die Gegner kann man sowieso nicht viel Schaden machen. Von dem her, kürzer Kottel und Ruhe ist. Und ich denke, ich werde die Beschwörung jetzt rausschneiden, weil... Ich brauche noch ein bisschen Videozeit für die Bosse. Bis gleich. So, das war's auch schon. Und zwei leben noch. Der... Bam, Alter. Okay, der ist auch down. Jetzt bist du nur noch... Nee, das war's. Hässlichen Gestalten. Ich weiß zwar nicht, warum ich mich jetzt hier mit Element Feuer gekoppelt habe, weil die Gegner kommen, das sind die gleichen Gegner wie sonst auch immer. Ja, egal. Okay, gelernt. Wer hat was gelernt? Du? Nee. Du? Nee. Wer hat denn gerade was gelernt? Hallo? Ach, Siren hat was gelernt. Du lernst jetzt mal... Ja, machst Magie plus 40. Und du? Ja, du machst das. Du hast ja nichts anderes mehr. Oh, man. So. Oh. Was für Geräusche, wie bei Pokémon oder so. Bäh! Boss-Teil! Ja, vor diesen Gegnern habe ich mich früher immer gefürchtet, weil... Ja, weil ich sie damals sehr stark fand. Oder als sehr stark empfand. Was kann man von euch ziehen? Okay. Okay, nur Scheiße. Ölspucker, yo! Was kann der Ölspucker? Eigentlich nichts Besonderes. Ich weiß nur, dass sie gegen Feuer sehr empfindlich sind, woraufhin ich jetzt auch Feuer casten werde. Mal sehen, ob ich das in der kurzen Zeit noch schaffe, diesen Kampf. Bam! Ja, jetzt noch Ifrit drauf, Böller. Na komm. GF, nein, du hast kein Ifrit. Wer hat Ifrit, verdammt? Du hast Ifrit, so. Was machst du? Ach komm, du greifst normal an. Ja, diese Gegner können mich erblinden lassen. Das ist so das, ja, Doofe an denen. So, und nochmal Feuer. Ich denke, ich werde diesen Kampf jetzt nicht mehr in der Zeit schaffen. Das wird ein bisschen zu knapp. Naja, egal. So, na komm. Ölspucke. Bäh. Ihr seid ekelhaft. Ihr seid eklig. Und Schaden macht ihr auch ganz ordentlich.
Na, na, na. Ja, ist gut. Na, na, na. Bam. Na komm, Renoir. Du wirst eh nicht treffen, aber egal. Hui. Oh, du hast sogar getroffen. Oh, sehr schön. Na, na, Ölbombe. Na, toll. Eigentlich sind die Gegner ziemlich einfach. Also sie machen schon ordentlich Schaden. Ja, wie man sieht. Also ist schon ganz, hey, ganz schön heftig. So, du wirst Ifrit beschwören und ich denke mal, dass ich nach Ifrit auch schon einen Cut einlegen muss, weil ja die Zeit rennt nur so. Die rennt nur so davon. Na gut, 201 ist gar nicht mal so übel. Bäh! Und der Schaden. Wow!